The Buffalo Soldier. In the heart of America. America, America. Warum? Gegen wen haben wir Krieg? Du, ich hab hier mit Jakim. Ja, ja, halt mal ein paar Leute an. Let's go, man. Let's bounce, motherfucker, let's bounce. Let's bounce, motherfucker. Quietschende Reifen aus dem Auto kommt, Rauch. Let's bounce, motherfucker, let's bounce. Das ist die Ali, die Schnatter. Geil. So, Leute. Let's bounce. Hey. Oh, geile Waffe haben wir, geile Waffe. Buddy, Mann, ey, heilige Scheiße. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Vermute ich mal, sie wollen Zivilisten. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Einmal rechts ranfahren, bitte. Das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Stehen bleiben. Nicht stoppen! Sag, warum schießt du? Golchara, bei mir wird geschossen, Bruder. Stehen bleiben! Wir schießen auf die Reifen! Wir schießen auf die Reifen! Wallah, schießt auf Kopf! Bleiben Sie sofort stehen! So, schießen! Das Auto ist nicht fahrbar! Aussteigen! Er ist tot! Das ist sie! Tot! Ah, nein, ist er! Kollege, ich hab doch gesagt, bleib stehen. Ich wollte das doch nicht. Ich hab doch gesagt, bleib stehen. Warum hörst du denn nicht? Mensch. Was machen wir mit dem? Junger Mann, immer weiterfahren, bitte. Lass mich doch nicht anpissen. Da geh ich schnell, fahr du. Fahr zum PD. Warum hast du Angst? Damit er nicht auf uns schießt. Weiterfahren sofort! Wo lang PD? Ich hab markiert. Ist er hinter uns? Ich hab markiert. Let's bounce, motherfucker, let's bounce! Quietschende Reifen aus dem Auto kommt, Rauch! Bei dir hört sich das ganz anders an. Viel gewalttätiger, geiler. Ah, let's bounce, motherfucker, let's bounce. Let's bounce, motherfucker, let's bounce. Hier kommt die Polizei, mein Freund. Buddy Love ist wieder in der Stadt, Alter. Wir hätten diesen Pisser auch einfach liegen lassen können, meiner Meinung nach. Ungalungas, ich küsse doch dein Herz. Wo ist das? Hier? Rede doch! Wo ist das? Hier rechts, reinfahren. Ja, du hast rechts. Mach mal die Sirene aus, Dicker. Du musst einfach nur... Hupen, eins kurz. Danke. Let's bounce, motherfucker, let's bounce. Quietschende Reifen aus dem Auspuff kommt. Rauch! Was machen wir mit der Pfeife jetzt? Jetzt machst du eine Akte fertig, Buddy. Ich mache hier meinen Scheiß nicht mal fertig. Was ist los? Irgendwie funktioniert mein Funk nicht. Hat mal. Irgendwie funktioniert dein Funk nicht. Jetzt frag dich mal ganz ehrlich, mein Freund. Jetzt mal ganz. Lass mal ganz ernst jetzt. Wie lange bist du schon beim PD, wenn ich fragen darf? Es liegt an meinem Stimmbändern. Entschuldigung. Bist du. Ich sag mal so, mein Freund. Ich bin ja hier nicht, sag jetzt mal, der Techniker am PD, richtig? Oder sehe ich aus wie ein Handwerker? Sehe ich so aus? Ich weiß es nicht. Ich verlasse den Funk. Nein, alles gut. So, dann erzählen Sie das mit Ihrem scheiß Funkgerät, mit jemandem, den es interessiert. Das raste ich hier gleich aus. Ja, alles gut, ja. Abtreten. Was ist denn los, der Kollege? Erzählen Sie mal, was das Problem ist. Erzählen Sie mir. Funkgerät funktioniert nicht. Warum funktioniert es denn nicht? Funken Sie mal durch. Funkcheck? Ich höre Sie ja. Ich höre Sie doch auch. Ist doch alles schick. Ich höre Sie nicht im Funk.
Ja, wenn sie uns nicht hören, dann ist das ein ganz anderes Problem. Richtig. Ich flippe gleich aus. Jetzt erzählt er mir was vom Funkgerät. Ich flippe gleich aus. Ich habe hier gerade einen Toten, der sagt mir Funkgerät. Ich flippe gleich aus, Carsten. Ich kann nicht mehr. Hier ist gerade ein Bewusstloser und da kommt ein Funkgerät ins Spiel. Also ich bitte Sie, Wissen-Manieren gibt auch noch. Also Wissen-Männlichkeit bitte. Let's bounce, Motherfucker, let's bounce. Quietschende Reifen aus dem Auspuff kommt Rauch. Let's bounce, Motherfucker, let's bounce. So, Carsten. Der M-Dealer kommt erstmal, waren Sie erstmal. Ja, ich bin der Dealer. Ich verarste auch. Herr Kraster! Mein Wirt, Bruder, was geht? Habe. Ich raste aus. Könnt ihr mich hören? Hallo, grüße Sie. Einmal bitte den Herrn bitte hochholen. Alles klar. Warte mal, ich lasse den frei, aber unser Kopfnetz geht gerade nicht. Scheiße! Scheiße, Meise, Meise, Meise. Kollege, können Sie mich hören? Hallo, Kollege. Ja. Alles gut, alles gut. Ja, mir geht schon gut, alles danke. Gut. Kommen Sie mal bitte. Ja, natürlich, Herr Officer. Kommen Sie mal, wenn ich mit Ihnen reden kann. Aber natürlich, Herr Officer. Also, ist mein Glückstag? Okay, vielen Dank, Herr Polizist. Ich habe Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, sie sind in mich reingefahren und ich habe Angst gehabt, dass ich viel zahlen muss, ja. Aber danke, ja, danke, tschüss. Echt, Alter. Ja, Chala! Hast du die verdient, Alter? Echt? Was du für Scheiße, Leif. Herr Carsten, was soll denn das jetzt? Ernsthaft. Herr Carsten, was das soll? Hey! Warum tänzen Sie mich? Ganz locker bleiben! So, ist gut jetzt. Ganz locker! Ich bin One Punch, ja, Chara. Blödes Arschloch. Let's bounce, Motherfucker, let's bounce! Was hat ein Schalke wieder gemacht? Wieder reingekackt? Scheiße! 0-4! Schalke wieder reingekackt oder was? Ne, 0-0 noch. Ein Automobile. Schnell und schmerzlos. Du wirst alles vergessen. Entschuldigung, Entschuldigung. Was ist denn los, Mann? Entschuldigung, Entschuldigung. Was ist denn los die ganze Zeit mit Ihnen? Ist der gut jetzt? Waffet nicht. LSPD, runter auf den Boden, sind voll festgenommen. Hm. Herr Carsten? Herr Carsten? Ja. Nehmen Sie bitte ein polizeiliches Auto? Ja. Und lassen Sie uns bitte Schreifer fahren. Danke Ihnen. Ja. So, wegen dieses Auto hier kann ja wohl nicht wahr sein. So, schön das Signal. Nase gebuddert?
Ja, meinst du ernst? Was denn? Ich schrieb ihr, der hat mir die Nase gepudert. Ach du Scheiße. Das finde ich jetzt ein bisschen, sag ich jetzt mal, beleidigend, mein Freund. Na, keine Distanz, ganz einfach. Mhm. Wir distanzieren uns natürlich von Drogengebrauch und jeglicher Art von Drogen, ne? LSPD, Rechtsmann von Veterinarium, meine Verkehrskontrolle. Danke. So, Sie wissen, was Sie falsch gemacht haben, junger Mann? Tatsächlich? Sie wissen es. Nein, nein. Nicht, wissen Sie nicht. Klar. Das wird Ihr Kollegin jetzt erklären. Ihr Kollege, können Sie mal erklären, was er falsch gemacht hat? So, allgemeine Verkehrskontrolle. Das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Jawohl. Sind ganz schnell hier raus. Das sind doch eine falsche Spur gewesen. Ich war rechte Spur bei 44 Grad. Danke. Wir haben eine Meldung einbekommen, dass ein Lichter LBWK-Fahrzeug, ein Liberty-Walk-Fahrzeug, also Sie haben ein Fahrzeug, Liberty-Walk, ganz schnell unterwegs am Wövepark, aber ganz schnell. Am Wövepark? Jetzt eben, richtig. Und Sie kam gerade vom Wövepark. Ne, ich komme von der Mole. Positiv, das könnte sein. Die sind aber jetzt in der Richtung marschiert worden. Ich möchte bitte einmal einen Ausweis, Führerschein, jawohl, bitte sehen. Kriegen Sie, kriegen Sie. Und werden Sie mal nicht pumpisch? Sonst können wir auch nicht. Bin ich gar nicht. Alles gut. Kaya Blanco. Jawohl. Mm-hmm. Haben Sie den Führer? Das ist aber kein Führerschein. Das ist der Pass. Ja, er ist der Pass. Und jetzt kommt der Führerschein. Jetzt kommt der Führerschein. Möchte den Führerschein bitte sehen. Danke. Ja, hat er. Ja, Herr Blanco ist richtig. Hat er alle dieses Dokument. Ob der Herr Blanco unbezahlte Rechnung bitte offen hat, Herr Badilov. Gucken Sie bitte nach. Herr Carsten, habe ich mich jetzt verhört? Oder ich soll jetzt mal? Also ganz schnell. Schon, aber ganz schnell bitte, Herr Carsten. Wenn Sie schon dabei sind, meine ich jetzt. Deswegen. Gucken Sie bitte selber. Kommissar John Carsten hört, was kann ich für Sie tun? Hallo? Wer sind Sie bitte? Hi, grüße Sie, Rekord. Jetzt führt er hier neue Privatgespräche. Mitten im Einsatz. Bis gleich. Ciao. So, der einmal umdrehen bitte zu mir. Also, unbezahlte Rechnung, negativ. Herr Carsten? Ja? Kommen Sie mal bitte kurz mit zur Seite. Ja, bleiben Sie heute hier. Also, ja, ich sag dir jetzt mal eine Sache. Ja. Wenn du noch einmal während eines Polizeieinsatzes mit meiner Leitung einfach an dein Handy rangehst. Alles gut, das war vom DOJ. Ich möchte bitte aussprechen, ist mir scheißegal. Alles dann klar. Kacke ich dir in den Hals. Haben wir uns da verstanden? Positiv. Gut. Machen Sie bitte weiter. Ich steig schon mal ins Auto. Ja, Sie können wieder einsteigen. Schöne Weiterfahrt. Alles klar, dankeschön. Ja. Hey, alles okay? Entschuldigung. Das war wirklich nicht absichtlich. Okay, alles klar. Ich hab Sekundenschlaf bekommen. Ich küsse Ihr Herz, Bruder. Ich küsse Ihr Herz. Ja, Fahrzeug bitte reparieren noch, Jungs. Ja, machen wir. Haben Sie vielleicht eine Reparaturkatze für uns? Ja, Herr nein, Fuchs, nein. Ist aber Ihr Verdienst, sag ich jetzt. Weil drei Wochen die da und die benehmen sich ja alle wie die Axt im Walde. Da frage ich mich jetzt ehrlich, was Sie da gemacht haben, Herr Fuchs. Dann muss ich Ihre Arbeit auch mal fragen stellen, Herr Fuchs. Ciao. Herr Badilov, wir müssen tanken. Oh! Kann doch wohl nicht wahr sein. Mal, kurz, was ist denn das hier? Kann doch alles hier sein. Der fährt wie die Axt im Walde. Wie siehst du aus? Ja, Herr Fuchs, ich sag Ihnen jetzt ehrlich, wenn Sie da sind, haben wir beide erstmal ein Problem. Machen Sie sich mal darauf gefasst. So, Herr Carsten. Ich hab Fuchs gehört. Was ist los? Nö. Oh, das ist keine Achsen, weil er sagt. Ja, geil, hol ich mich gleich. Ich bin ganz normaler Bürger heute. So, tanken und Schnauze halten bitte, Herr Carsten. Sie reden mehr, als Sie tun. Ich war jetzt drei Wochen weg. Was haben Sie denn hier gemacht in der Zeit, Herr Carsten? Haben Sie mich auf den SWAT hochgesteigert, auf Rang 6. Kurz vor Sie, Herr Badilov. Was haben Sie denn hier gemacht in der Zeit, frag ich mich. Na, Rang 6 im... Kick dir das an.
Kick dir das an. Das bin ich nicht. Das bin ich wirklich nicht. Kick dir, es ist halt nicht. Ist mein Großvater gewesen oder was? Nee, das ist wirklich, das Fahrzeug ist ein bisschen komisch. Das sag ich jetzt schon mal. Was hat der denn gemacht in der Zeit? Da dachte ich, jetzt das bin ich drei Wochen weg, komme wieder und dann ist hier was anderes. Nee. Ey, sie sind nur am Meckern, aber die Leute, sag ich nicht schon mal. Also wenn der Herr Fuchs heute kommt, muss ich mit dem mal wirklich mal ein erstes Wörtchen reden, weil das ist ja albern. Sag mal, drohen sie mir jedes Mal? Das reicht doch jetzt langsam, Herr Badilov. So, das wie viel haben wir? Sieben Polizisten im Einsatz. Oder Kamsler, wo bist du, Herr Maniac? Bist du raus aus dem Server, Bruder? Ich war drei Wochen nicht da, alles hat schwendert, Bruder, ja, was ist das? Komm mal wieder, Junge, ist dein Ernst? Ist der richtige Penner-Treff hier oder was? Penner. Sofort weg mit dem Motorrad! Jetzt! Halt die Schnauze, Mann! Das ist die Polizei von der Sonne. Stehen bleiben! LSPD! Sofort an rechts ranfahren! Das ist die letzte Mahnung! Die steigen sofort auf! Sofort aussteigen! LSPD! Aussteigen! Ja, okay, entspann dich mal, Motherfucker. Jo, entspann. Der Hund, Digga, hä? Warum übertreibst du so? Was ist denn los? Warum übertreibst du so? Was machst du da? Warum übertreibst du so, Mann? Ich hab nicht geschossen, bleiben Sie da, wo Sie sind. Ich piss dir auf die scheiß Karre, Motherfucker. Wir brauchen meine Stärkung, Mann. Mach dich ab, du Motherfucker, yo. Ich piss dir auf die scheiß Karre. Hier, ich piss dir auf deine scheiß Karre drauf, Mann. Bleib mal stehen. Hier, fickt euch! Warte, ich steig ein. Weggefahren. Stehen bleiben! Bleib sofort stehen jetzt! Ja, los, hat der gerade eine Waffe gehabt da in der Hand oder was war das? Komm! Okay, sofort die Endo, Mann. Festsetzen. Komm dahin, beide umdrehen jetzt sofort. Was wollt ihr, Motherfucker? Sofort Verstärkung an der Mauer, die brauchen sofort Verstärkung. Alle rein an der Mauer, was ist los, Mann? Alles gut, Mann, alles gut. Wir machen doch gar nichts. Festsetzen, Carsten, festsetzen. Der da unten ist auch da. Ich weiß nicht, was macht der da vor Ort. Ich sag das zum letzten Mal. Was ist hier los? Bitte, Madame, entfernen Sie sich hier. Tut mir leid. Ich hab doch gesagt, tut mir leid, Lama, was schießt du? Was bist du denn für einer? Wer hat da geschossen? Was ist hier los? Also, Herr Officer, ich bin der Anwalt dieser Herrschaften und ich bitte Sie jetzt zu gehen. Wir brauchen Verstärkung, warten Sie hier, mal. Hast du Verstärkung? Ich bin der Anwalt, bitte behalten Sie Mann, verpiss dich, Junge, ist mir scheißegal, wer du bist. Ja, okay, entspann dich, Mann. Ja, nee, Mann. Yo, scheiße! Wow, da lass mein Vater auf mich! Was spielt da ab, Alter? Warum der Richtige? Ey, ruhig Sie sich. Ey, warum ich? Was hab ich gemacht, Mann? Lauf! Was hab ich denn gemacht, hallo? Hä? Was geht denn hier ab, Digga? Brauche sofort Verstärkung! Ihr Kollege ist tot! Ihr Kollege ist tot! Warten Sie! Wir nehmen Hilfe! Scheiße! Hallo! Ich brauche einen, der einsteigt! Bitte einmal mitfahren! Nein, wir müssen ausparken unten, da steht ein Auto. Hallo. Ich bin noch gefesselt. Kommen Sie her, helfen Sie uns. Ich bin noch gefesselt. Steigen Sie mit ein, Einstein. Nö. Sie sind so ein... Okay, komm, ich steige ein. Nein, ich mach das schon, alles gut. Fahren Sie zum PD, schnell. Ja, was soll ich machen, Dicker? Ja. 10 Leute Sie haben super herum. Hilfe geleistet, schnell zum PD. Sie haben mich gefesselt und mich mit einer Shotgun abgeschossen. Haben die mich jetzt vergessen, die Idioten? Ach, Carsten ist so schlecht, ich schwöre auf alles, Digga. Ich habe ja schon viele schlechte gesehen, aber Carsten ist so schlecht. So schlecht, Alter, der ist so schlecht. Ich bin schlecht. So, ich bin so Schulnote Polizist, so auf Hauptwie, Roleplay, so eine 4 bis 5.
Aber Carsten, Alter, der ist ja, was ist das denn? Also, das ist ja albern mit dem. Das ist ja albern. Wenn du dich entscheidest, ach, weißt du was, ich sag dazu ja nichts. Der ist so schlecht. Der ist so schlecht, Alter. Oh, ist das schlecht. Guck mal, jetzt vergisst er mich da auch noch. Wahnsinn. Ich sag ja nichts, ich halt mich bedeckt, alles gut. Leute, das ist das Werk von Herrn Fuchs hier. Budium. Danke, mein Freund. Das ist dein Werk. Carsten, ist dein Werk. Das musst du so nehmen wie ein Mann jetzt. Das musst du so hinnehmen. Das weißt du auch, mein Freund. Ich dachte, 3 Wochen, der hat was gelernt. Fährt er den hinterher auf dem Motorrad, will die festsetzen. Was soll ich denn da machen? Bisschen besser geworden. Dicker, willst du mich verarschen, Alter? Hast du es gerade gesehen? Dann vergisst er mich da auch noch. Ich bin nicht mal überrascht oder geschockt. Ich weiß, dass das eine Flachzange ist. Ach, Herr Fuchs, da muss ich einiges ändern hier im Billy. Ich gehe jetzt auf und ehrlich. Ist doch so eine Flachzange wie Carstenbecker, ist mir ja noch selten über den Weg gelaufen. Von wegen, der hat sich gebessert. Also, das hat mit Bessern, hatte ich gerade, also für mich hat das gerade mit Bessern nichts zu tun gehabt. Und, da vergisst er mich da einfach. Alter. Was ist das für eine Pfeife? Gut, ich sag nix, alles klar. War das, der eine war Little Mafia, ne? Der ist schon richtig frech, dieser Pisser, Alter. Da muss man sich schon ja, mal... Ja, macht er hier aber, ja? Wallah, wie bist du hier? Wie bist du hier aber, ja? Badilov, hörst du mich? Dicker, du bist so schlecht, Alter. Den Ton, Mann! 10 gegen 1, echt! Sie haben nicht gesehen, die junge Dame hat ihn von hinten die One-Punch gegeben. Du bist so schlecht, Medic Alter. Ist auf dem Weg, Medic kommt hierher. Du bist einfach so schlecht. Ich kann ja nichts tun, Bad. Ich hab sie gefesselt. Du bist einfach mit Abstand die größte Pfeife, die ich gesehen habe. Ach, jetzt fängt das Spiel noch wieder an. Ich kann das nicht. Ich sag dir ehrlich, dass du damals. Kopf geworden bist, den Grund kennen wir ja beide, warum du das geworden bist. Und dass du dich dann, sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob du den Herrn Fuchs bezahlst oder so, ich weiß nicht, ob du... Fuchs, was ist denn, Buddy, was ist denn halt dein Problem? Ich hab doch getan, was ich kann. Das war gerade absolut ihre alleinige Schuld. Mit dir zogen der Waffe runter. Was ist denn los? So, die hinter dir sind 8 Leute hier. Junge, um mich herum sind 15 Leute, da klar ich mit Waffe runter. Oder meinst du, ich gehe da runter mit meiner. Ja, und hinter ihnen hat eine Frau ihn einen One-Punch gegeben, Buddy. Ja, aber die ganze Situation hast du falsch eingeschätzt, Kollege. Jetzt. Was warten wir? Herr Carsten, diskutieren Sie nicht mit mir. Was würden Sie denn machen, Herr Buddy? Diskutieren Sie nicht mit mir. Echt, das ist immer so eine Frechheit für die. Ehrlich. Könnte kotzen. Ich sag Ihnen ehrlich, Sie haben da einfach, sag jetzt mal wieder auf gut Deutsch, den Vogel abgeschossen. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Carsten, ich sag Ihnen ganz offen und ehrlich, ich weiß nicht, ob Sie hier im richtigen Job sind. Ich bin im richtigen Job. Ich frag mich wirklich in letzter Zeit, ob, ich weiß es nicht. Da dachte ich, da bist du jetzt mal 3 Wochen weg, da lässt du den Jungmann mal Zeit, ein bisschen besser zu werden. Was passiert? Pustekuchen. Sag mal, was? Ich sag dir offen und ehrlich. Was denken Sie sich eigentlich aber die Leute? Ich mein's jetzt richtig. Wie kannst du denn deinen Vorgesetzten, der bewusstlos auf dem Boden liegt, an Ort und Stelle vergessen? Das frage ich mich jetzt mal. Hab ich doch nicht, ich hab dich getragen, du wurdest liegen gelassen. Das war ein Fehler, nicht von mir. Merkst du was? Aber merkst du eigentlich, was du erzählst?
Nee, ich sag Ihnen ehrlich, Sie sind echt eine Pfeife. Ich sag Ihnen, so ist es. Das alles kann ich wirklich anschauen. Der merkt es ja noch nicht mal. Der merkt es ja noch nicht mal. Das ist. Sind die anderen wieder schuld, wa? Carsten? War Carsten anderen schuld, wa? Kannst du nichts für, wa? So, ich brauch jetzt einen Mediziner. Du brauchst echt mal Mediziner, Alter. Ganz kurz bitte jetzt, Buddy Love. Ich hab jetzt auch keine Zeit für ihre Spiele jedes Mal. Nein, ich so, bin, MDVP, die bitte kommen. Ich bräuchte sie bitte einmal vor der Mall. Ich und mein Kollege sind alleine. Er ist bewusstlos. Ich bräuchte bitte einen vor der Mall. Kurs, danke. Schlechtester Kopf. Mit Abstand. Glauben Sie mir, aber die Leute, ich habe hier viel Einziges geleistet in der Stadt. Was ist hier passiert? Was ist denn los? Was ist hier passiert? Ey, das ist der beste Kopf der Welt. Ey, Kopf, guck, Bruder, das ist dein Lied, Bruder. Warte, guck. Die verarschen dich, oder? Die nehmen dich nicht mehr ernst. Hier, Bruder, dein Lied. Hör zu. Blasen? Ach Carsten, was soll ich denn mit dir machen? Ich sag Ihnen ehrlich, Sie sind das Problem. Ich sag Ihnen, so ist es. Jetzt bin ich das Problem, ja? Wie Sie hier reingehen und wie Sie die Situation einschätzen, das ist echt zum Kotzen. Sag ich Ihnen ehrlich. Wer Sie früher zum Sheriff genannt hat, ist echt eine Schande gewesen damals. Echt. Sag Ihnen meine Meinung. Wir leben in ein freies Land, jeder darf seine Meinung abgeben. Ja, natürlich, selbstverständlich. Weg ähnlich, also. Das Problem ist, dass Ihre Meinung. Leisten. Dass Ihre Meinung ist leider direkte Zahlen. Nee! Die Irrelevanz in. Also weiß ich nicht. Also. Katzukluito! Da ist die Zange. Hör auf zu hetzen. Fuchs, hör auf zu hetzen. Was für hetzen? Da ist die Zange, hab ich gesagt. Mann, ey, wer redet denn mit dir, Junge? Wer redet denn mit dir, du Vollidiot? Halt doch einfach mal den Maul, Alter. Hallo, ich verstehe sie wirklich nicht immer. Ach, redet mal das gleich. Geht's Ihnen gut? Brauchen Sie noch was? Danke, Herr. Vielen Dank. Makarov, danke, ja, Markarow, alles klar. Super, Makarov. Alles klar. Arbeit, danke Ihnen. Kein Problem, machen Sie es gut. So, Herr Carsten. Ich sag dir jetzt ehrlich, ich bin kurz davor, Sie abzumachen. Sag jetzt ehrlich. Aber ich sag Ihnen ehrlich. Weil ich heute den ersten Tag mal wieder da bin. Warte mal. Nein. Ist das ein Idiot, Alter. Hallo. Hallo, Fabi. Ja. Ich renn grad hier auf dem Highway rum, weil ich in Palito Bay schlafen gegangen bin und die ganze Zeit den Herr Carsten, aber der holt mich. Ich hätte sie vielleicht grad kurz Zeit, mich abzuholen. Weg aus, sag jetzt mal wie ein Uber oder Taxiunternehmen oder ich weiß es nicht. Außerdem ist das mein Fahrzeug, Herr Lauf, alle Dude. Wo sind Sie denn genau? Ich bin ja schon eingestiegen. Bei 3048. Warten Sie da, ja? Ich komme. Bis gleich. Der denkt echt, dass ich das abhole, der Idiot. So, Carsten. Wir machen jetzt mal was ganz anderes. Hören Sie mich? Positiv, Herr Love. Da kann man eine Frage an Sie. Ja, warte, Herr Love. Wissen Sie, was ich. Meine Hauptfrage ist. Erstmal fahren Sie bitte weiter. Meine Hauptfrage ist gerade: Wie hart mussten Sie bei den Herrn Fuchs in den Mund nehmen, dass Sie immer noch. Stopp, das würde ich lieber zurückziehen. Das stimmt leider nicht. Ich frag mich nicht, also irgendwann ich müsste jemand ja geben. Sehen, dass der sie doch einstellt, dass sie doch da sind. Da müssen sie irgendwas, der muss ja was von ihnen haben. Ja, zeig ihn, das ist die Leistung und die Toleranz im PD, mein Bester. Nicht so wie sie, Herr Lauf. Der degradiert wurde auf Rang 8 von 13. Das ist doch mal eine Ansage. Das ist doch mal ein Geschehen. Und dann kümmern sie sich um mich, Herr Ballilauf. Das werden wir heute sehen, ob ich degradiert bin. Negativ, das wird so bleiben. Werden wir ja sehen. Das ist entschieden worden von Herrn zu oben. Ja.
Aua! So. Und wenn Sie mir immer hier rampöbeln und ranglotzen, dass ich hier keine ganze Arbeit mache, sag ich Ihnen, Herr Badilov, Sie sind der Falsche dafür. Sag ich Ihnen jetzt schon mal. Für was? Sag ich Ihnen jetzt schon mal. Sie wurden befördert, um eine Detective-Einheit zu gründen. Was ist passiert? Sie sind ja nie da gewesen, Herr Buddy. Deswegen, immer bitte an die eigene Nase fassen. Wollen Sie diesen Konflikt mit mir haben, Herr Carsten? Wollen wir das ausfechten? Wollen wir das machen? Will ich ja nicht. Dann nehme ich Ihnen Brief und Siegel, sind Sie morgen arbeitslos. Da können Sie wieder Schuhe putzen gehen hier am Würfelpark. Ich hab noch nie Schuhe geputzt, Herr Buddy Love. Guck mal, wie er fährt. Was ist denn hier los? Ich würde Sie bitten auch, Ich kann das alles nicht mehr. Ich sag mal so, Sie müssen ja, der Herr Fuchs muss ja was von Ihnen haben, also. Der muss auch was von mir haben, hat er auch. Ob das jetzt rumgelutscht ist, ich weiß es nicht, aber. Dass Sie mit ihr rumgelutscht, sag mal. Ich meine, sind das Sie ist derjenige, der rumgelutscht? Beim DOJ? Ich hab da auch keine. Rechts ranfahren! Was ist denn los? Rechts ranfahren. Einmal aussteigen bitte, Herr Carsten. Nee, Fuchs. Adi, machen Sie bitte keinen Scheiß. Ich bitte Sie. Steigen Sie doch mal kurz aus. Ich will mal mit Ihnen alle jetzt mal vernünftig reden. Kommen Sie mal her. Ich will Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Kommen Sie mal her. Ganz im Ernst jetzt. Ich bitte Sie mal aber. Eine wahre Geschichte. Hören Sie mir zu. Ist ungefähr 2 Monate her. Da bin ich hier in der Stadt rumgelaufen. Da kam mir ein kleiner, dicker Pudel entgegen. Hat mir ans Bein, ihr wisst, ans Bein weg mal. In die Wade, so bis die nicht doch hat. So ein kleiner, süßer Pudel. Welche Rasse, genau, weiß ich jetzt nicht. Der hat mich angekickt und meinte, bitte, ich möchte ins Speedy. Was hab ich gemacht mit meinem Herz? Ein Herz für Tiere hab ich ja, wissen Sie ja. Hab den mitgenommen ins Speedy. Okay. 2 Monate später, jetzt hören Sie mir zu, steht der Mann gerade vor mir hier und will mir erzählen, wer hier was und wer hier was nicht ist. Ich erwarte von Ihnen keine Unterwerfung, Herr Carsten. Aber ein bisschen Dankbarkeit wäre angebracht an der Stelle. Vergessen Sie nicht, dass ich Sie von der Straße geholt habe. Vergessen Sie das nicht. Haben wir es verstanden? Steigen Sie wieder ins Auto und halten Sie die Jusche, sonst rast die Kekulbett aus. Bisschen Dankbarkeit. Bisschen. Na, ich will dir nicht sprechen, aber ich muss die Jusche halten. Gut. Fahr los, hier zu Pfeife. Ich repariere das Fahrzeug, Ihre Scheißtür ist offen. Anstatt du mich beschützt, beißt du mich. Das kann nicht sein. Da denkst du dir, komm, Buddy, hast du ein gutes Herz, hilfst den Leuten, was ist der Dank, man wird dir missen. Negativ, ich bin nicht von der Rasse. Da frag ich mich wieder, warum machst du dir die Mühe? Ich bin nicht von der Rasse, Herr Lauf. Da fragst du dich wieder, warum machst du dir die Mühe? Aber da kommt, ich gebe es auf, ist in Ordnung. Ey, bleib mal kurz hier stehen am Wolfpark, bleib mal kurz stehen. Ich muss ganz kurz hier was machen. Ach du Scheiße. Ich muss ganz kurz hier raus und wieder reinkommen. Sonst geht es nicht.